Abend, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren. Mein Name ist Roland Bohl. Ich bin. Vielleicht kann man das Mikrofon etwas mehr hochdrehen. Wunderbar, vielen Dank. Im Namen der Medizinischen Gesellschaft Mainz begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Erkrankungen berühmter Persönlichkeiten. Wir haben uns heute Georg Büchner vorgenommen. Ich bin jetzt kein Literaturwissenschaftler, deswegen habe ich vor 14 Tagen, als sich diese Veranstaltung ankündigte, mal ein bisschen recherchiert und war tief beeindruckt. Und Sie werden wahrscheinlich bei den folgenden Referaten auch tief beeindruckt sein, wie jemand gleichzeitig Arzt, Literat, also Schriftsteller und Rebell/Revolutionär sein kann. Und als einer der herausragenden literarischen Persönlichkeiten in der Zeit zwischen dem Wiener Kongress 1815 und dann später bezeichnet wird, das ist schon spektakulär. Und das habe ich noch mehr den Hut gezogen, als ich dann gelesen habe, dass er nicht mal 25 Jahre alt geworden ist. Also wenn man in einem so kurzen Zeitraum so viel toll hinbekommen kann, da kann man sich nur verneigen. Und deswegen glaube ich, haben wir heute einen ganz spannenden Abend vor uns. Sie alle kennen, ich sehe sehr viele bekannte Gesichter, Sie alle kennen Frau Plättner. Sie ist natürlich Literarin, betreut aber heute die Literatur an der Akademie der Wissenschaften. Sie wird die Einführung machen und den Bogen einordnen. Und dann freue ich mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, Professor Detner aus Marburg zu gewinnen für den Vortrag. Er ist hauptamtlich für Georg Büchner zuständig und von daher könnte ich mir niemand besser vorstellen, der diese wirklich wunderbare Persönlichkeit uns heute nochmal vorstellt und auch nahe bringt. Und ich gebe zu, ich habe vorher nur gesagt Arzt, ich habe bei weiteren Studium auch noch das ein oder andere Zitat gefunden. Manche bezeichnen ihn sogar als Vater der Psychosomatik in Deutschland, also wirklich eine herausragende Persönlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass wir heute einen spannenden Abend vor uns haben. Das soll aber schon genug der Vorrede gewesen sein. Die eigentliche Einführung wird jetzt Frau Plättner übernehmen und ich freue mich auf den Abend und später auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Professor Bohl. Ich mache es ganz kurz. Sie haben ja eigentlich das Wichtigste alles schon gesagt. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt hier noch tun soll, groß. Also heute steht Georg Büchner im Mittelpunkt, ein Dichter des 19. Jahrhunderts. Bei der letzten Reihe, bei dem letzten Vortrag der Reihe hatten wir Döblin mit Döblin einen des 20. Jahrhunderts. Büchner, wir haben es gerade schon gehört, war nur ein kurzes Leben beschert, aber sein Werk war umso wirkmächtiger und auch epochenbesetzend eigentlich. Das alles wird Herr Detner uns nachher in aller Ausführlichkeit und vor allen Dingen Genauigkeit auch noch mal erzählen. Büchner wurde in der Nähe von Darmstadt geboren, 1813, kurz vor dem Wiener Kongress und starb in Zürich noch nicht ganz 24-jährig. Und in Zürich wurde er, und jetzt schlagen wir den Bogen zur Medizin eigentlich, also er war ein Kollege von Ihnen, er wurde mit einer Abhandlung über das Nervensystem der Barbe, das war eine Karpfenart, zum Dr. Phil promoviert. Wieso zum Dr. Phil? Auch dazu kann Herr Detner gleich noch Näheres sagen. Und er hatte dann eine Anstellung nach einer Probevorlesung als Privatdozent in Zürich und hat dort auch eine Vorstellung, also hat dann über vergleichende Anatomie gelehrt. Dafür hat er umfangreiche anatomische Studien betrieben an Fischen. Es gibt da also sehr schöne Beschreibungen dieser Präparationen und Sektionen. Und in Zürich, das ist auch ganz interessant, war er eben vor politischer Verfolgung sicher. Und man hat aber gleichzeitig dort an der Universität einen großen Wert auf die Einrichtung auch einer philologischen Fakultät gelegt, die eben auch von Naturwissenschaftlern mitgetragen wurde. Und um eben ganz im Sinne von Alexander von Humboldt die Einheit der Wissenschaft zu betonen. Also er war da eigentlich am richtigen Ort, kann man sagen. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Band dieser Ausgabe mit seinen naturwissenschaftlichen Schriften, die Herr Detner herausgegeben hat. Das ist ein Teilband dieser großen Marburger Büchner-Ausgabe, die wirklich
Jahrhundertwerk, kann man ja eigentlich fast sagen, für Büchner. Das sind 18 Bände, also 18 Teilbände, in 18 Teilbänden erschienen. Und diese Ausgabe wurde finanziert oder in Auftrag gegeben eben durch die Akademie der Wissenschaften im Rahmen des großen Akademienprogramms. Das ist somit das größte geisteswissenschaftliche Forschungsprogramm für Langzeitvorhaben, das vom Bund und den Ländern getragen wird. Jetzt halte ich das mal hoch. Schlage ich auch mal eine Seite auf, wo man eben sehr schön das sehen Sie jetzt nicht so ganz gut, aber Sie können es nachher unten sich hier anschauen, wo man eben diese Präparationen einfach mal sieht. Und Sie können auch, wenn Sie drin blättern, sehr viele kurze Absätze eben über seine Präparationsarbeiten einfach mal reinschauen. Und aus diesem Grunde eben hätte die medizinische Gesellschaft auch keinen besseren Referenten als Herrn Detner finden können. Er war bis 2007 Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Universität in Marburg. Davor waren sie einige Jahre in den USA, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Und in Marburg hat er eben die Forschungsstelle Georg Büchner eingerichtet. Und seitdem stand, glaube ich, ihr Leben ganz im Schatten oder im Licht Georg Büchners. Und sie haben eben mit dieser Forschungsstelle auch eine große universitäre Einrichtung für die Universität eben, also für Marburg geschaffen, die auch über Marburg hinaus eben gestrahlt hat. Denn wer etwas über Büchner wissen wollte, ist eigentlich nach Marburg dann gekommen und hat dort bei ihnen nachgefragt. Und es war vor allen Dingen in den Büchner Gedenkjahren 2012, 2013, die folgten kurz hintereinander, besonders wichtig, dass die Ausgabe dann auch abgeschlossen war und sie nochmal eine große Aufmerksamkeit eben auf Büchner lenken konnten. Es gibt auch ein Büchner-Portal, das sie eingerichtet haben, dass man im Internet kann man wunderbar die ganzen Stationen nochmal nachlesen. Man kann auch Teile der Ausgabe nachlesen. Also wer sich für Büchner interessiert, kann da gerne nochmal reinschauen. Ja, und neben Büchner waren ihre Forschungsschwerpunkte eigentlich auch die Literaturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Also ich nenne jetzt Thomas Mann, die frühen Jahre und die Aufklärung noch. Also Herr Detner wird uns jetzt mitnehmen auf eine Reise durch diese poetischen Produkte, wie Büchner das genannt hat, deren Hauptfiguren wie Woyzeck oder Lenz aus der Wirklichkeit stammen. Büchner hat sie durch die Brille des Mediziners aber sehr nüchtern gesehen und auch beschrieben. Also das zeichnet ihn wahrscheinlich auch aus. Und seine literarischen Arbeiten, Sie haben es ja auch gerade gesagt, wie hat er das nur alles geschafft? Er hat also vor allen Dingen abends und nachts gearbeitet, also außerhalb seines anderen Berufes. Das war für ihn der Brotberuf und den Ruhm wollte er mit seinen literarischen Arbeiten eigentlich erwerben. Und da schreibt er wenige Wochen eigentlich vor dem Tod an seine Verlobte Wilhelmine Jeckli: Das Beste, meine Fantasie ist tätig und die mechanische Beschäftigung des Präparierens lässt ihr Raum. Oh, jeden Tag werde ich poetischer. Alle meine Gedanken schimmern im Spiritus. Und wie die jetzt hervorkommen, wird uns jetzt Herr Detner erzählen. Ich mache vielleicht noch kurz eine Ansage noch, Frau von Löwen, ich sagte, es ist erkrankt. Wir zeigen nach dem Vortrag von Herrn Detner ein Video, das sie schon vor längerer Zeit aufgenommen hat. Und sie muss sich hier in diesem Kreis eigentlich auch nicht mehr vorstellen. Ich glaube, Herr Junginger hat sie ausgesucht noch als Co-Referentin, weil sie über vektorübertragene Infektionskrankheiten forscht, die bei Büchner wohl eine Rolle spielen. Wir machen die Fragerunde vielleicht nach dem Film. Und wenn es da medizinische Fragen gibt, dann steht uns Herr Professor Buhl auch zur Seite. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Ist,
Ich versuche es mal. Bin ich zu verstehen überall so oder ja, auch oben? Gut. Vielen Dank zunächst einmal für die Einladung und für die freundliche Einführung, die ich eben bekommen habe. Es ist alles inzwischen bei mir ein bisschen länger her schon, wie Sie sich vorstellen können. Also ich bin ja 2007 aus dem Lehrberuf ausgeschieden, das ist vor 17 Jahren, und sitze jetzt im Augenblick jeden Tag 2-3 Stunden vorm Bildschirm, um eine Netzausgabe dieser 18 Bände herzustellen, so dass Sie, wenn Sie irgendwelche Fragen zu XML und HTML haben, kann ich Ihnen auch dabei zur Not behilflich sein. Im Übrigen freue ich mich natürlich auch, vor Medizinern einmal sprechen zu können. Das habe ich noch nie getan. Und normalerweise spreche ich auch fast nur über das Werk von Büchner, denn ich interessiere mich natürlich beruflich nur für fiktionale Menschen. Sie interessieren sich mehr für reale Menschen, also werde ich mich jetzt auch mal dem realen Büchner etwas genauer zuwenden. Kurz etwas, wie man es wahrscheinlich macht. Wo kommt der her? Was waren seine Vorfahren? Der Vater war ein Arzt, kommt aus einer Arztfamilie im Odenwald. Die Brüder waren auch alle Ärzte, zum Teil in Holland. Der Vater hat es immerhin zum Leiter des Medizinalkollegiums in Hessen-Darmstadt gebracht, war also Zeit seines Lebens auch gleichzeitig Medizinalbeamter, ist allerdings nie zum Leiter ernannt worden, und zwar wahrscheinlich wegen seines aufmüpfigen Sohnes, dessen Tätigkeiten eben der Großherzog nicht so ganz verziehen hat. Mütterlicherseits ist es eine weit verzweigte Familie Reuß, zum Teil in Straßburg lebend. Da gab es einen berühmten bekannten Theologen, mit dem Büchner auch befreundet war. Sonst gehört 2 Generäle und ein Finanz- oder ein Innenminister zur Familie. Also wichtig vielleicht auch noch sind die Geschwister Büchner. Der berühmteste Büchner im 19. Jahrhundert war der Bruder Ludwig, Mediziner, dessen Karriere allerdings in Tübingen gescheitert ist, weil er allzu deutlich sich zum Atheismus bekannt hat. Er hat ein Buch geschrieben, Kraft und Stoff, so etwas wie die Atheistenfibel des späten 19. Jahrhunderts. Da war er sehr bekannt. Ein anderer Bruder hat in der Pharmazie gearbeitet und der Chemie gearbeitet, eine Fabrik eröffnet und war Reichstagsabgeordneter nach 1870. Und eine Schwester, Luise Büchner, ist jetzt Patronin einer Luise Büchner Gesellschaft in Darmstadt und so etwas wie eine Ikone der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert. Also es ist erstaunlich, was diese Familie in dieser Zeit hervorgebracht hat. Büchner selbst durchlief das Gymnasium wie üblich, fiel nicht weiter auf, glaube ich. Also ja, er hat einige Schriften hinterlassen. Wir haben sehr viele Schriften von ihm aus der Schülerzeit, also Schulhefte, einige selbstgeschriebene Sachen auch dabei. Sein erster selbstgeschriebener Satz ist: O du gelehrte Dunkkaute, womit er den Lehrer meinte, der gerade über pelaskische Buchstaben referierte. O du gelehrte Dunkhaute, der erste Satz, den er frei schreibt, denn er wusste, den wird der Lehrer nicht mehr lesen. In 2 Tagen bin ich hier raus aus der Schule. Der Lehrer schrieb ihm ins Abgangszeugnis, schönen Satz, wie ich finde: Von seinem klaren und durchdringenden Verstande hegen wir eine viel zu vorteilhafte Ansicht, als dass wir glauben könnten, er würde jemals durch Erschlaffung, Versäumnis oder voreilig absprechende Urteile seinem eigenen Lebensglück im Wege stehen. Anscheinend fiel Büchner gelegentlich durch voreilig absprechende Urteile auf, und der Schuldirektor wollte das noch mal auf diese Art sehr feinsinnig hinschreiben. Was von ihm sonst bekannt ist in dieser Zeit, ist sein Hang zum Spotten, vernichtender, manchmal übermütiger Hohn wurde ihm nachgesagt. Im Übrigen muss er schon in dieser Zeit eine ungeheure Belesenheit an den Tag gelegt haben. Also genannt werden Shakespeare, Homer, Goethe, alle Volkspoesie, die wir auftreiben konnten, Aeschylus, Sophokles und die Hauptromantiker.
belesen, auf jeden Fall in der eigenen Zeit. Und zum Beispiel, wir sind ja in der romantischen Periode noch, er hat Volkslieder gesammelt und einiges, was wir in seinen Werken finden, ist dort zum ersten Mal festgehalten. Also er hat es nicht auswendig gelernt nach dem Buchtext her, sondern hat es gehört und aufgeschrieben und auf diese Art in seine Werke hineingetan. Dann auffällig in der frühen Zeit seine Begeisterung für die Französische Revolution. Erstaunlich natürlich, wenn man in einem Großherzogtum lebt und die Schule gerade 50 Meter vom Schloss entfernt ist. So konnte er also die Französische Revolution einen Kampf nennen, der die Menschheit in ihrer Entwicklung um mehr denn ein Jahrhundert in gewaltigem Schwunge vorwärts brachte, der in blutigem, aber gerechtem Vertilgungskampfe die Gräuelrechte, die Jahrhunderte hindurch schändliche Despoten an der leidenden Menschheit verübt. Dies in einer Schülerschrift, also für die Augen des Lehrers geschrieben, ging offenbar durch. Wie das passieren konnte, weiß ich, kann ich eigentlich auch nicht recht erklären. Das jedenfalls ist der frühe Büchner, was wir von ihm wissen, also das Spöttische bei ihm, das Absprechende, und er hat selbst mal über sich geschrieben: Man nennt mich einen Spötter. Es ist wahr, ich lache oft, aber ich lache nicht darüber, wie jemand ein Mensch ist, sondern nur darüber, dass er ein Mensch ist, wofür er ohnehin nichts kann. Die Leute nennen das Spott, sie vertragen es nicht, dass man sich als Narr produziert und sie duzt. Sie sind Verächter, Spötter und Hochmütige. Ich habe freilich noch eine Art von Spott, es ist aber nicht der der Verachtung, sondern der des Hasses. Sie merken also zumindest aus dem letzten Satz auch das Kämpferische an ihm. Und das werden Sie gleich natürlich hören, wurde wichtig für sein ganzes Leben. Neben dem Spott auffällig so etwas wie ein Charisma des Begeisterten. Also offenbar war er in der Lage, Leute um sich herum zu begeistern und für sich zu gewinnen. Ein Freund sagte von ihm vor einem Untersuchungsrichter: Die Grundlage seines Patriotismus war wirklich das reinste Mitleid. Das merken wir auch häufig. Mitleid für diejenigen, die nicht genug Fett in der Küche haben, um ihre Kartoffeln damit zu schmelzen, wie er es einmal ausdrückt. Also das reinste Mitleid und ein edler Sinn für alles Schöne und Große. Wenn er sprach und seine Stimme sich erhob, dann glänzte sein Auge, ich glaubte es sonst nicht anders, wie die Wahrheit. Das ist also jetzt ein Freund von ihm, der im Gefängnis sitzt und im Gefängnis Aussagen machen muss über die Verschwörung, in die Büchner verwickelt war und da also das Charismatische an Georg Büchner hervorhebt. Nach der Schule kamen zwei Jahre in Straßburg, wahrscheinlich seine glücklichsten Jahre. Er studiert da offiziell Medizin. Das ist das Ziel, das der Vater gesetzt hat. Ganz klar auch Berufsziel. Der Vater hat sicherlich gesagt, wenn der mal Beamter wird, dann wird's schlimm. Denn der macht sich sofort unbeliebt und wird möglicherweise festgenommen. Als Mediziner kommt man überall durch. Wir haben nicht nachweisen können, dass er jemals eine medizinische Vorlesung im engeren Sinne besucht hat. Also der Bruder, der über ihn berichtet, berichtet von allen möglichen naturwissenschaftlichen Vorlesungen im Umkreis der Medizin, aber nichts Medizinisches selbst. Offenbar hat dann auch der Vater nach zwei Jahren Studium in Straßburg war der Vater damit einverstanden, dass der Sohn nicht Mediziner wird, sondern Naturwissenschaftler. Und das ist im Folgenden die studentische Karriere von Büchner, Naturwissenschaft und nebenher die Philosophie. Naturwissenschaft hat er in Straßburg vor allen Dingen in der Sezierraum gefunden. So viel wir wissen, muss er einen großen Teil seiner Jahre, dann wenn er beruflich tätig war, seziert haben. Dazu kommt jetzt etwas, also nichts Neues, aber
deine Begeisterung für die Französische Revolution wird jetzt in Straßburg natürlich noch einmal wach. Straßburg ist ja, gehört ja zu Frankreich, das die Revolution durchlaufen hat und wo die Revolution noch eine lebendige Erinnerung ist. Und zwar scheint sich Büchner in dieser Zeit dem so radikalsten Flügel der Revolutionäre in Frankreich angeschlossen zu haben, der Gesellschaft der Menschenrechte. Er schreibt da in einem Brief in dieser Zeit, er habe in neuerer Zeit gelernt, dass nur das notwendige Bedürfnis der großen Masse Umänderungen herbeiführen kann. Dagegen sei alles Bewegen und Schreien der Einzelnen vergebliches Torenwerk. Also was er will, ist die Revolution zu befreien als von einer sozusagen Oppositionsbewegung von Linksintellektuellen, sondern wenn eine Revolution stattfinden kann, dann muss sie die Masse gewinnen. Das hieße also in Deutschland, sie muss versuchen, die Bauern für sich zu gewinnen. Wie man sich denken kann, eine fast in Deutschland zu dieser Zeit fast unmögliche Aufgabe. Aber das ist jedenfalls das Programm, mit dem Büchner nach Deutschland kommt. Nennen wir es nebenher noch, dass er in Büchner in Straßburg einmal krank wurde und bei dieser Krankheit geschah dann, was Studenten öfter passiert. Die Tochter des Vermieters, eine Pfarrerstochter, musste sich um ihn kümmern und so kam eins zum anderen. Und sie verlobten sich insgeheim. Anderthalb Jahre später wurde diese Verlobung dann öffentlich. Das ist also Wilhelmine Jeglé, die er dort kennengelernt hat. Ich habe es jetzt vergessen zu sagen, das Bild, das Sie dort oben gesehen haben über Georg Büchner, hat mit Georg Büchner gar nichts zu tun, sondern ist ein Fake, der aber so durch die Netze schwirrt als ein angebliches Büchner-Bild. Aber können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Das ist nicht zu vermeiden. Also ich sehe überall alle möglichen Bilder, die behaupten, sie seien von Büchner, was ja etwas sagt für den für die Wirkungskraft dieses Mannes. Man kennt es von Heiligen, die überall den rechten Zeigefinger verloren haben und den man dann als Reliquar sehen kann. Und so ist es hier also mit den Büchern, mit den Bildern auch. Nächste Station in seinem Leben ist dann Gießen. Und dort wird das Revolutionäre, die revolutionäre Theorie oder die Mitgliedschaft in einer bloßen Vereinigung wird jetzt zur eigenen Aktion. Er gründet Abteilungen der Gesellschaft der Menschenrechte und mit Studenten und auch mit Handwerkern in Darmstadt und in Gießen. Hier noch einmal der Freund wieder, was das Ziel seiner Unternehmungen war, soll jemals die Revolution auf eine durchgreifende Art ausgeführt werden, so darf und kann es bloß durch die große Masse des Volkes geschehen, durch deren Überzahl und Gewicht die Soldaten gleichsam erdrückt werden müssen. Und wie man die große Masse erreichen kann, war nach dem Programm dieser Leute die Flugschrift. So schreibt er also den hessischen Landboten, aus denen ich Ihnen vielleicht mal kurz etwas zitiere, damit Sie mal den Ton auch so hören, den er dabei hat. Also im Hauptteil geht es darum, er hat aus einem statistischen Jahrbuch die Zahlen übernommen, die für die einzelnen Ministerien ausgegeben werden, die ja von den Bauern als Steuerzahler aufgebracht werden. Und so beginnt dann also ein Absatz: Für das Ministerium des Innern und der Gerechtigkeitspflege werden bezahlt 1.110.607 Gulden. Punkt. Dafür habt ihr einen Wut von Gesetzen zusammengehäuft aus willkürlichen Verordnungen aller Jahrhunderte, meist geschrieben in einer fremden Sprache. Der Unsinn aller vorigen Geschlechter hat sich darin auf euch vererbt, der Druck, unter dem sie erlagen, sich auf euch fortgewälzt. Das Gesetz ist das Eigentum einer unbedeutenden Klasse von Vornehmen und Gelehrten, die sich durch ihr eigenes Machwerk die Herrschaft zuspricht. Diese Gerechtigkeit ist nur ein Mittel, euch in Ordnung zu halten, damit man euch bequemer schinde. Sie spricht nach Gesetzen, die ihr nicht versteht, nach Grundsätzen, von denen ihr nichts wisst, Urteile, von denen ihr nichts begreift.
Diese Schrift hat er dem Pfarrer Ludwig Weidig, dem Chef der hessischen Opposition, in dieser, also illegalen Opposition in dieser Zeit gegeben. Es war mit dem verabredet und der Pfarrer ist auf der einen Seite war voll von Begeisterung für diesen Ton. Auf der anderen Seite fand er, es müsse an einigen Stellen etwas abgemindert werden. Und so hat er also den Text etwas verändert und so in den Druck gegeben. Das ist der hessische Landbote. Von dem wir sagen, er sei die wichtigste politische Flugschrift in Deutschland zwischen den Bauernkriegen und dem kommunistischen Manifest von 1848. Hier vielleicht noch ein Satz, jetzt direkt gerichtet wiederum an die Bauern. Das alles duldet ihr, weil euch Schurken sagen, diese Regierung sei von Gott. Das ist natürlich, was der Pfarrer in der Kirche einmal im Jahr mindestens als Predigtstoff hatte. Diese Regierung ist von Gott. Diese Regierung ist nicht von Gott, sondern vom Vater der Lügen, der Teufel. Diese deutschen Fürsten sind keine rechtmäßige Obrigkeit, sondern die rechtmäßige Obrigkeit, den deutschen Kaiser, der vormals vom Volke frei gewählt wurde, haben sie seit Jahrhunderten verachtet und endlich gar verraten. Das letzte unter Napoleon. Aus Verrat und Meineid und nicht aus der Wahl des Volkes ist die Gewalt der deutschen Fürsten hervorgegangen. Und darum ist ihr Wesen und Tun von Gott verflucht. Die Heilige Schrift sagt, gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was aber ist dieser Fürsten, der Verräter, der Teil von Judas? Das ist eine Aufforderung zum Hängen, muss man sagen. Ich glaube nicht, dass die ganz ernst gemeint war, aber so konnten es die Bauern jedenfalls lesen. Judas ist der Verräter natürlich, der sich dann am Ende selbst erhängt. Die Behörden haben sozusagen ihre Sprache etwas verloren angesichts dieser Töne, die man aus Deutschland überhaupt nicht gewöhnt war. Sie haben gleich vermutet, dass da französischer Einfluss eine Rolle spielte und das ist sicherlich richtig. Die Flugschrift wurde sofort verraten von einer Person, die davon wusste, sodass also auch die Behörden wussten, dass Büchner der Verfasser dieser Flugschrift war. Es gibt da eine schöne kleine Anekdote. Büchner rennt von Gießen nach Offenbach, wo die Flugschrift gedruckt wurde, um den Drucker zu warnen. Und gleichzeitig ist sein Cousin an der Spitze eines Polizeibataillons unterwegs von Darmstadt nach Offenbach, um diesen Drucker festzunehmen. Büchner ist etwas schneller, sie können alles noch verbergen und so kommt es vorläufig nicht zu Verhaftungen. Verhaften konnten sie Büchner nicht, weil sie eine Quelle hatte, die sie nicht preisgeben konnten. Kurz vielleicht auf das Verhältnis Vater-Sohn an dieser Stelle. Für den Vater natürlich eine Katastrophe, als das herauskam. Das wusste ganz Darmstadt und immerhin war er ja abhängig von seinen Patienten, die sich fragten, ob sie bei dem Mann noch sich behandeln lassen wollten. Und die andere Sache war, würde der Großherzog ihn sofort entlassen. Hat der Großherzog nicht getan. An anderen Fällen hat er es getan. Und der Vater hat sich offiziell von dem Sohn losgesagt und überall behauptet, dass er nichts mehr mit ihm zu tun habe. Er hat ihn dann aber tatsächlich weiterhin finanziell unterstützt, bis zu einem bestimmten Punkt, der vereinbart worden war für die Ausbildung. Und schrieb ihm dann einen Versöhnungsbrief zwei Monate vor Büchners Tod, in dem er erklärt, warum er so lange geschwiegen hatte. Meine Besorgnis um dein künftiges Wohl war bisher noch zu groß und mein Gemüt war noch zu tief erschüttert durch die Unannehmlichkeiten alle, welche du uns durch dein unvorsichtiges Verhalten bereitet und gar viele trübe Stunden verursacht hast, als dass ich mich hätte entschließen können, in herzliche Relation mit dir zu treten. Interessant natürlich auch der Satz, dein unvorsichtiges Verhalten, also er klagt nicht an, dass Büchner da irgendwas geschrieben hätte, was er nicht hätte schreiben sollen, sondern da hätte er vorsichtiger sein müssen, zum Beispiel auch an die eigene Familie denken müssen, weil die mit hineingezogen wurde, natürlich in diese Taten.
Büchner flieht dann im Februar 1835, nachdem er sein erstes Drama fertiggeschrieben und an den Verlag geschickt hat. Und damit komme ich jetzt dann zu der nächsten Station, Straßburg, 1835, 1836. Er sucht nach einem Dissertationsthema, denn mit dem Vater ist verabredet, bis Ostern 1836 muss der Sohn fertig sein. Er sucht auf der einen Seite in der Philosophie, er liest sich vor allen Dingen in die Philosophie von Spinoza ein und vielleicht nur ganz so kurz dazu, er versucht nachzuweisen, dass Spinozas Annahme, es müsse ein Gott die Welt geschaffen haben, also Spinoza spricht von Gott oder die Natur, nennt also die Natur immer Gott, dieser Satz sei nicht zu rechtfertigen, die Natur ja, aber dass sie etwas Göttliches in unserem Sinne haben, was wir unter Gott verstehen, also mildtätig, allwissend und so weiter, davon könne keine Rede sein. Es läuft im Grunde auf eine materialistische Umdeutung des Idealisten Spinoza hinaus. Diesen Versuch gibt er dann auf, weil er eine ganze Kleinigkeit entdeckt, nämlich einen Zwischennerv bei den Barben, der den Nervus vagus mit dem Nervus trigeminus verbindet. Und dieser kleine Zwischennerv war bekannt, also da war schon bekannt geworden, dass da irgendetwas rumflimmert und der wurde als sein eigener Nerv betrachtet. Und daraus wurde dann der Schluss gezogen, jedenfalls von etlichen Naturwissenschaftlern, dass es so etwas wie einen einheitlichen Bauplan nicht geben könnte, wenn bei ganz eng verwandten Fischen unterschiedliche Nervenstränge ablaufen. Und worum es also Büchner zunächst einmal geht, ist die These vom einheitlichen Bauplan der Tiere beizubehalten, dass also nicht die Natur jedes Mal das Rad von Neuem entdeckt, sondern ein schon bestehendes System weiter ausbaut. Und zu diesem Ausbau gehört also dieser kleine Zwischennerv, der bis dahin nicht entdeckt oder missdeutet worden war. Büchner ist also mit dieser Entdeckung noch, glaube ich, 1923 das letzte Mal in zoologischen Handbüchern aufgeführt, als sozusagen ein Nervus Büchner. Und er ist auch noch, wird auch noch genannt, also das letzte Mal in 1980er, 90er Jahren, in einer amerikanischen Schrift über die Vorgeschichte des Darwinismus. Denn worum es hier geht, ist die Entwicklungsgeschichte, also worum es ihm dann schließlich geht, ist die Entwicklungsgeschichte des Nervensystems von den Fischen hin zu den höheren Säugetieren. Er baut diesen Fund, den er da hat, zunächst dann weiter aus, aufgrund zweier Annahmen in der Zeit. Das erste ist eine Annahme, nämlich dass der Schädel nur aus Wirbeln besteht. 3 oder 6 Wirbeln. Goethe war dieser Meinung, Uken waren dieser Meinung, also die Hälfte der Mediziner oder der Naturwissenschaftler glaubt das, dass der Schädel sich nur aus Wirbeln zusammensetzt. Das ist die eine Grundlage für ihn. Die andere Grundlage für ihn ist, dass, finde ich es jetzt so schnell, der Nachweis, dass Nerven motorische und sensible Anteile haben. Die kommen aus unterschiedlichen Rückenmarksteilen, das wissen Sie alle besser. Und Büchner versucht jetzt nachzuweisen, dass man das System auch auf den Schädel übertragen kann. Also er liest den Schädel wie Rückenmark und versucht jetzt zu zeigen, dass der Nerven, der motorische Teil aus einem anderen Teil des Hirns stammt, als der motorische aus einem anderen, als der sensible. Diese These ist klar, hat sich nicht durchhalten können. 1855 wurde diese Theorie des Schädelwirbels endgültig widerlegt. Also dieser Teil seiner Dissertation hat sich nicht gehalten. Aber der führende Naturwissenschaftler der Zeit, Johannes Müller, lobt Büchners Dissertation dann doch für seine sehr wahrscheinliche komparative Deutung des Nervus recurrens, das ist also der Nerv, von dem ich gerade sprach, sowie auch seine Unterscheidung von Primitivnerven und abgeleiteten Nerven
und die daraus folgende entwicklungsgeschichtliche Deutung des Nervensystems. Also wir sind von, um es nochmal kurz zusammenzufassen, wir sind in der Vorgeschichte der Evolutionstheorie. Sie haben es ja hier mit entwicklungsgeschichtlich schon gemerkt. Die stellen sich das etwas anders vor, als wir uns heute sozusagen als ein selbst ablaufender Mechanismus, Prozess der Natur, der dann immer zu großen Erweiterungen, Veränderungen führt. Die Bauchhöhle wiederholt sich in der Mundhöhle und so weiter. Das ist auch, was Goethe zu dieser Zeit glaubt. Und in diesem Zusammenhang steht Büchner. Sie dürfen mich nachher nicht zu viel zu diesen ganzen Sachen fragen, denn irgendwann hören meine Kenntnisse da natürlich dann doch auch auf. Wie viel Zeit habe ich noch? Geht noch. Gut. Dann komme ich zu dem, worüber ich also normalerweise spreche. Das sind vier literarische Werke. Ich spreche jetzt nur über drei, nicht über Leonce und Lena. Die drei literarischen Werke, das sind Dantons Tod, die Erzählung Lenz und das Theaterstück Woyzeck. Dantons Tod, ganz kurz vielleicht, das sind, was Büchner dramatisiert, sind Szenen aus der Spätphase der Französischen Revolution. Dantons Tod bezieht sich auf Dantons Hinrichtung im April 1794, drei Monate vor der Hinrichtung von Robespierre, die normalerweise als das Ende der eigentlichen Revolution betrachtet wird. Die Revolutionäre haben das selber schon gesagt, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Danton ist eines dieser Opfer, das da gefressen wird von der Revolution. Robespierre ist dann danach der Nächste. Das ist ein ziemlich düsteres Bild von der Revolution natürlich. Und ich bin auch manchmal gefragt worden, warum ist denn der Mann, der so für die Revolution begeistert ist, warum schreibt er denn nicht was Schönes, wie meinetwegen den Sturm über die Bastille? Wozu ich dann sagen würde, das würde ein ziemlich langweiliges Stück sein, wenn es nichts gibt als Triumph und ist alles wunderbar, sondern als Dramatiker weiß er natürlich, dass er damit nichts anfangen kann, sondern es muss sich schon etwas handeln, was einen Menschen auch erschüttern kann. Wir werden also hier dann über den Tod Dantons erschüttert, Dantons und der Dantonisten, der also hingerichtet wird. Wobei zu diesem Danton kurz zu sagen ist, er ist so etwas wie einer der Helden der Französischen Revolution. Wenn Sie in Paris aus einer U-Bahn-Station aussteigen, dann sehen Sie da noch eine Statue von Danton, für ihn errichtet von der dankbaren Stadt Paris. Er hat nämlich die Stadt Paris vor der Invasion der europäischen Fürstenarmeen befreit. Sie müssen sich das so vorstellen, die Generäle waren ja königliche Generäle, die waren alle desertiert. Das Armee war praktisch zusammengebrochen und das war der Punkt, wo die unter dem Herzog von Braunschweig die Truppen nach Paris einrücken wollten. Und in dieser Situation hat Danton Kraft seiner Stimme praktisch und Kraft seiner rhetorischen Fähigkeiten sowas wie eine neue Armee geschaffen, die es dann in der Lage war, die Fürstenarmeen wieder zurückzudrängen. Und dieser Held wird dann also anderthalb Jahre später einfach hingerichtet, ohne dass er sich wehren könnte. Das hat allgemein Erstaunen erregt und Büchner schreibt sein Stück darüber. Erstaunlich auch, dass er sich gerade für Danton interessiert, denn von seiner politischen Überzeugung war er vielmehr auf der Seite von Robespierre, dem Gegner von Danton. Danton ist ein Liberaler, also die Liberalen sind damals kämpferisch, keine Bankiersleute, sondern Leute, die den Fürsten loswerden wollen. Und das tut Danton. Der andere, Robespierre, hat dagegen schon eher sozialistische Züge und auch hat die Menschenrechtserklärung geschrieben. Also eigentlich hätte man gedacht, dass er sich mehr für Robespierre interessiert und weniger für Danton. Aber er ist ein Dichter nebenher auch und man kann annehmen, dass er mal eigentlich vorhatte, so etwas wie ein deutscher Shakespeare zu werden. Das merkt man diesem Stück auch an. Es ist ganz nach Shakespeare'scher Manier noch geschrieben, allerdings gut geschrieben. Also es ist nicht ein epigonales Stück, sondern er macht was Neues daraus. Und von dieser Perspektive her muss er sich für Danton interessieren, nicht für den langweiligen Robespierre. Ich gebe Ihnen hier mal eine Äußerung eines frühen Rezensenten. Danton ist mit ungemeiner Energie gezeichnet, liebenswürdig in all seiner Schreckhaftigkeit.
In ihm ist die Wahrheit der Überzeugung, die Redlichkeit, die Unerschrockenheit des ehrlichen Bewusstseins. In ihm lebt die Leidenschaft, die den Menschen menschlich macht, die Freundschaft, die Liebe, die Sinnlichkeit, die Poesie. Ein merkwürdiger Kontrast gegen die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses, besonders gegen Robespierre und Saint-Just, die jeder menschlichen Regung, selbst der Sinnlichkeit, unzugänglich einer übermenschlichen Tugend nachstreben. Soweit vielleicht das. Also auf der einen Seite die langweiligen Tugendhaften, auf der anderen Seite diesen Kraftmenschen Danton. Und es ist interessant zu sehen, wie vor allen Dingen die Linken sich schwer tun mit Büchners Vorliebe für diesen Danton. Da gibt es dann also Leute, wir sind froh, wenn dieser Schurke endlich guillotiniert wird, ohne zu sehen, dass an ihm natürlich das Interesse, menschliche Interesse Büchners gerade bei ihm liegt. Man hätte jetzt annehmen können, dass die Zensur sich wieder für Dantons Tod interessiert und nachguckt natürlich, was da an revolutionärem Potenzial drinsteht, war aber nicht so. Der Redakteur des Dramas hatte eine Menge zu beseitigen, und zwar eine Menge Zoten zu beseitigen. Das Stück ist voll von sexuellen Anspielungen. Eine Frau, ein Vater will seine Tochter erdolchen, weil sie auf den Strich geht. Und die Frau sagt, die Mutter sagt zu dem Mann, du Branntweinfass, hättest du überhaupt noch eine Hose heraufzuziehen, wenn die jungen Männer sie nicht bei deiner Tochter herunterließen? Sie können sich vorstellen, der Redakteur hatte jetzt also die Aufgabe, aus dem noch irgendwas zu machen, was man den Sinn vielleicht noch erkennen konnte. Aber so konnte es natürlich nicht stehen bleiben. Und das Stück ist voll von dem. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie sich unsere Ausgabe an. Wir haben dann extra Fett gesetzt, was an dieser Stelle gestrichen worden ist, beziehungsweise ersetzt worden ist. Fast alle Zensureingriffe beziehen sich auf die Erotika in dem Stück. Da ist Büchner natürlich, dass auch da merkt man die Tradition von Shakespeare in ihm, was das Stück bietet, sind auf der einen Seite die hohen Reden der Politiker, dann intimere Szenen, Danton meinetwegen mit einem Albtraum wegen revolutionärer Vorgänge, für die er mitverantwortlich war. Auch das hat er natürlich, findet sich bei Shakespeare auch jede Menge. Und daneben dann Volksszenen von dieser Art mit relativ derbem Humor. Manches hat er von Shakespeare geklaut. Auch das haben wir alles natürlich festgehalten. Und manches hat er auch fast noch besser gemacht als Shakespeare selbst. Die Ausgabe besteht bei uns auch darin, dass wir sämtliche historischen Quellen, die Büchner benutzt hat, mit daraufhin angeschaut haben, was er übernommen hat. Manchmal ist es eine ganze Menge, dass er also sagt, eine Rede von Robespierre jetzt auf dem Theater setzen, kann ich ja nicht besser schreiben als Robespierre selbst. Und er setzt sie dann also aus Teilen von Robespierres Reden zusammen. Vieles. Und er folgt zum großen Teil auch konterrevolutionären Quellen. Also er ist da nicht zögerlich und sagt, nein, das lasse ich weg. Sondern er will wirklich ein Bild schaffen von dem, was in der Französischen Revolution zu dieser Zeit los war. Auf der einen Seite schwärmen die Dantonisten von der schönen Republik, die sie haben wollen, von nach Athener Muster. Auf der anderen Seite, in der nächsten Szene, sieht man, wie das Volk hungert. Das ist natürlich sind die Kontraste, die es da in dieser Zeit gibt. Gehen wir weiter zu dem nächsten großen Stück. Wie gesagt, also hier ist, sagt man, das ist ein großartiges Stück, aber es ist noch nichts Neues. Wenn wir als Literaturhistoriker fragen, hat er denn schon jetzt was Neues gebracht? Nein, hier noch nicht. Es ist vielleicht besser als Goethes Egmont, aber neu ist es nicht in seiner Art. Das ist jetzt anders in der nächsten Sache, die er schreibt. Das ist die Erzählung Lenz. Die bezieht sich auf einen, bin ich noch zu verstehen? Die bezieht sich auf einen Freund Goethes, einen Dichter aus Litauen, der ins Rheinland gekommen war, einige hervorragende Theaterstücke geschrieben hat, von denen Büchner übrigens auch lernt, und dann nach und nach den Verstand verlor im Exil, also im Elsass.
Und Büchner hat eine Quelle, Lenz findet Zuflucht bei einem Pfarrer Oberlin, ein bekannter Pfarrer in der Zeit, und kann dort auch eine Weile leben, aber nach einer Zeit kann der Pfarrer ihn auch nicht mehr halten und schickt ihn nach Straßburg. Der Pfarrer ist dann einige Zeit nicht im Dorf, und Büchner richtet sich zum Teil nach dem, was der Pfarrer festgehalten hat, und vor allen Dingen die Zeit, die der Pfarrer nicht da war, sozusagen die Lücke, die historische Lücke, die wir da haben, die füllt er mit seiner Erzählung. Ganz neu an der Erzählung, an dieser Art von Erzählung ist, dass er keinen festen Standpunkt hat. Also man kann nicht sagen, dass man einen intelligenten Erzähler hat, der jetzt über einen wahnsinnig werdenden Menschen schreibt, sondern dieser Erzähler fehlt. So dass wir praktisch direkt mit dem Kranken und dessen Bewusstsein konfrontiert werden. Und das ist in der Zeit neu und hat die Leute, einige fanden es toll, andere hat es abgeschreckt. Ein Kritiker, also ein negativer Kritiker, zitiert den Anfang der Erzählung, ich mache davon nur mal den ersten Teil vielleicht. Am Himmel zogen grüne Wolken, aber alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuz, so kurz, so plump. Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Soweit vielleicht. Und dann der Kritiker dazu, wenn das schon auf der ersten Seite so geht, so kann man sich vorstellen, wie bei gesteigertem Fieber die Empfindungen und Einfälle in buntem Wechsel sich drängen. Ich halte den Versuch, den Wahnsinn darzustellen, wenn er etwas mehr sein soll als das deutlich erkannte Resultat eines schrecklichen Schicksals, für den Einfall einer krankhaften Natur. Die Darstellung des Wahnsinns ist eine unkünstlerische Aufgabe, denn der Wahnsinn als die Negativität des Geistes folgt keinem geistigen Gesetz. Soweit vielleicht. Also das ist die Kritik aus konservativer Seite. Man braucht jemanden, der einen durchleitet durch das, was da passiert. Und Büchner verzichtet in jeder Weise darauf, einen durchzuleiten. Bin dann auch manchmal gefragt worden, was haben Sie denn hingeschrieben, was er für eine Krankheit hatte. Der Text lässt es offen, und jetzt die heutigen Vermutungen der Psychiater auf eine Erzählung von 1830 zu projizieren, macht überhaupt keinen Sinn. Die haben es anders wahrgenommen als wir heute, und die haben andere Systeme gehabt als wir heute. Und mein Sohn ist Psychiater, deshalb kann ich das sagen, so ganz groß ist der Fortschritt in diesem Gebiet auch noch nicht gewesen, was also die Deutung, Entschuldigung, angeht. Also die chemische Behandlung bin ich ganz auf Ihrer Seite, aber was die Deutung angeht, können Sie ja nachher mir groß wieder sprechen. Ein anderer positive Kritik vielleicht so, hier ist wahrhaft poetische Anschauung die Sprache und Material dichterischer Empfindungen. Dabei hat die Erzählung selbst so etwas Wüst-Träumerisches, so etwas Halbwahnsinniges. Sie wälzt und wühlt und kugelt, Traum sich so unheimlich durch seltsame, bald knapp abgebrochene, bald traumhaft verlängerte Wortwindungen und Satzverschlingungen. Das Tun und Treiben schleudert sich und drängt und treibt und stößt sich so willenlos, dämonisch, so unruhig, absichtslos, von rechts nach links, durch dicht und dunkel, Kopf über Kopf, unter im Gange, im Hüpfen, im Sprunge, dass es dem Leser fast erscheint, als lese er hier nicht die Novelle eines Zweiten über einen Wahnsinnigen, sondern habe es mit diesem selbst zu tun, sei wohl gar von ihm angesteckt, als sei Büchner Lenz und Lenz Büchner und er der Leser selbst, beides zugleich. Das ist also die Kurzfassung sozusagen des Wirklichkeitsverlustes oder des Orientierungsverlustes, der durch die Erzählung eintreten kann. Inzwischen sind wir sowas ein bisschen gewöhnt, das machen moderne Dichter natürlich ohnehin, aber hier ist einer der ersten
der das versucht hat. Und die Erzählung wurde deshalb auch als Beginn der modernen Prosa angefasst. Der dritte Text, der über den kurz zu sprechen ist, ist Woyzeck. Kann ich mal fragen, gibt es hier irgendjemand, der den nicht auf der Schule gelesen hat? Ehrlich? Okay, also ich habe nicht auf der Schule gelesen, aber heute weiß ich, wird er also ständig natürlich auf der Schule gelesen, aber einige von Ihnen sind ja auch schon nicht mehr ganz im schulpflichtigen Alter. Insofern bin ich etwas erstaunt. Gut, Woyzeck ist auch wieder nach Vorlagen gearbeitet, also nach einer nach einem Gutachten eines Gerichtspsychiaters, Christian August Clarus. Woyzeck selbst ist also der historische Woyzeck, begann glaube ich 1821 einen Mord und wurde 2 Jahre später hingerichtet. Es gibt eine Vielzahl von Dokumenten zu diesem Prozess. Da ging es nicht nur um den Prozess eines Einzelnen, sondern es ging um die Frage, wie stellt man die Grenze zwischen Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit fest? Und das zweite ist, wollen wir noch Leute hinrichten? Woyzeck wurde hingerichtet, nachdem seit längerer Zeit in Leipzig niemand mehr hingerichtet worden war. Es war also so eine Art von Signal. Wir exekutieren wieder. Die 48er Revolution wollte die Hinrichtung abschaffen. Gleich nach der Revolution wurde sie wieder eingeführt. Und ich glaube 1957 oder so, da weiß ich genau. Also jedenfalls in der Bundesrepublik wurde die Exekution dann verboten. Das sind die Großthemen, in die Büchners Erzählung eingebettet ist. Wahrscheinlich, wenn das Drama gleich zu seinen Lebzeiten Büchners erschienen wäre, hätten die Leute das noch gewusst, dass er sich darauf bezieht. Als es dann später veröffentlicht wurde, 40 Jahre später, wusste das niemand mehr. Neu an der Technik von Büchner sind 2 Sachen. Das eine ist, er hat jetzt hier einen Menschen mit Woyzeck, ein Obdach, mehr oder weniger Obdach, also bei ihm ist es ein Obdachloser, bei ihm ist es ein Soldat, der eine Schicht von Menschen, die in dem Stück als unterste Stufe von menschliches Geschlecht dargestellt wird, also ein einfacher Soldat. Der wirkliche Woyzeck war ein Obdachloser, der irgendwie durch die Wirren der Zeit seine Orientierung verloren hatte. Und jetzt muss er in Dantons Tod, kann er auf die gebildete Sprache zurückgreifen. Das sind gebildete Leute, die da sprechen. Und wenn das Volk spricht, spricht es so, wie das dann als Volkssprache dient. Auf dem Theater, hier muss er praktisch eine neue Sprache erfinden, also versuchen, so zu sprechen, wie das Volk tatsächlich sprechen würde. Und was das Zweite, was er macht, wiederum, er zeigt eine Reihe von Kurzszenen, bei denen zunächst einmal nicht immer ganz klar ist, worauf sich das eigentlich bezieht. Das heißt, auch hier fehlt wieder das Über-Ich eines Erzählers, der einen durch das Drama hindurch führt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus dem Stück. Natürlich habe ich eins ausgesucht, was für Ihren Berufszweig jetzt besonders wichtig ist. Doktor, was erlebe ich, Woyzeck? Ein Mann von Wort. Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Woyzeck. Er hat auf die Straße gepisst, an die Wand gepisst wie ein Hund und doch 2 Groschen täglich. Woyzeck, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht, sehr schlecht. Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt, die Natur kommt, die Natur kommt, die Natur, hab ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus constrictor vesicae dem Willen unterworfen ist? Die Natur. Woyzeck, der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Harn nicht halten können. Hat er schon seine Erbsen gegessen, Woyzeck? Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich spreng sie in die Luft. Harnstoff 0,10, salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Woyzeck, muss er nicht wieder pissen? Geh einmal hinein und probier es. Falls Sie es nicht wissen, worum es jetzt handelt, also es wird einem ja nicht genau erklärt, oder man kriegt es dann so nach und nach mit. Woyzeck hat mit dem Doktor einen Vertrag geschlossen, dass er jeden Morgen sein Urin pünktlich bei dem Arzt abliefert. Der Arzt braucht eine ununterbrochene Reihe von Befunden, und die ist jetzt natürlich unterbrochen, diese Reihe. Und gleichzeitig hat Woyzeck sich verpflichtet, nichts als Erbsen zu essen. Und der Doktor will aus wissenschaftlichem Interesse natürlich feststellen, was da mit einem Menschen passiert.
und zeigt dann auch seine Begeisterung, wenn Woyzeck anfängt zu fantasieren und gibt der Fantasie gleich den passenden medizinischen Namen und so weiter. Das ist also jetzt die, ich habe jetzt diese Stelle ausgesucht, weil Sie es sind, sonst würde ich die normalerweise nicht aussuchen, sondern eine, wo Woyzeck selber spricht, aber es passt ja vielleicht ganz gut hierher. Damit komme ich zum Schluss. Vielleicht, um es noch einmal zusammenzufassen, wir haben das ja schon zu Anfang gehört, die Produktivität dieses jungen Mannes. Er schreibt also den hessischen Landboten im März 1834. Und dann haben wir die Jahre zwischen dem Februar 1835 und Februar 1837 seinen Tod, also 2 Jahre. Da schreibt er Dantons Tod. Erstdruck 1835, also zu Lebzeiten, übersetzt 2 Dramen von Victor Hugo, weil er Geld braucht. Erstdruck 1835, schreibt die Novelle Lenz, 1835, wird etwas später veröffentlicht. Er schreibt das Mémoire sur le système nerveux du Barbeau, also die Dissertation, von der wir sprachen, 1836. Er schreibt die Komödie Leons und Lena 1836. Er schreibt Woyzeck 1837 unvollendet. Dieser unvollendete Woyzeck ist inzwischen das am meisten auf internationale Bühnen gespielte Stück deutscher Sprache. Also der Faust kann da nicht mithalten, was die Wirkkraft von Woyzeck angeht. Außerdem schreibt Büchner noch eine Probevorlesung, also eine Antrittsvorlesung, und er schreibt ungefähr 300 Seiten Papier über die Philosophen Descartes und Spinoza, sein anderes wissenschaftliches Standbein. Sein Freund Wilhelm Schulz sagte 1851, er war Proletarier der geistigen Arbeit und das Opfer derselben. Er hat sich lächelnd zu Tode gearbeitet. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und Sie haben es schon gehört, leider ist Frau von Löwe nicht erkrankt. Sie hat es aber so gut im Griff gehabt, dass sie vorher das noch aufnehmen konnte und uns zur Verfügung stellen, sodass die Integrität der heutigen Veranstaltung dann doch gewährleistet bleibt. Also jetzt großes Lob an Frau von Löwe. Um Ihnen die Krankheitsgeschichte Georg Büchners vorzustellen, möchte ich noch mal kurz auf den Lebenslauf verweisen, damit Sie wissen, an welcher Stelle seines Lebens wir uns jeweils befinden. Georg Büchner wurde 1813 in Gottelau geboren, das damals zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt gehörte. 1816 ist die Familie nach Darmstadt umgezogen und Büchner hat seine schulische Ausbildung in Darmstadt abgeschlossen. 1831 hat er sich an der Medizinischen Fakultät in Straßburg immatrikuliert und hat beim Pfarrer Johann Jakob Jekle gewohnt. Er hat sich dann, sozusagen der Klassiker, 1832 heimlich mit dessen Tochter Wilhelmine verlobt. 1833 hat er sich an der Medizinischen Fakultät in Gießen immatrikuliert, weil er an eine landeseigene Universität wechseln musste. Im November 1833, nachdem er im Oktober das Studium begonnen hatte, ist er ins Elternhaus zurückgekehrt, und zwar wegen einer Hirnhautentzündung. Und er konnte dann erst im Januar 1834 sein Studium in Gießen wieder aufnehmen. Hier sehen wir das Geburtshaus von Georg Büchner in Gottelau, das ich kürzlich besucht habe und dem ein kleines Museum eingerichtet ist. Von der Hirnhautentzündung wissen wir durch einen Brief an seinen Freund August Stöber vom 9. Dezember 1833. Zu Ende Oktobers ging ich von hier, gemeint ist Darmstadt, nach Gießen. 5 Wochen brachte ich da selbst, halb im Dreck und halb im Bett zu. Ich bekam einen Anfall von Hirnhautentzündung. Die Krankheit wurde im Entstehen unterdrückt, ich wurde aber gleichwohl gezwungen, nach Darmstadt zurückzukehren, um mich da selbst völlig zu erholen. Ich denke noch bis Neujahr hier zu bleiben und den 5. oder 6. Januar wieder nach Gießen abzureisen.
Die klinischen Symptome einer Hirnhautentzündung nach heutigem Verständnis sind Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Lichtstreu, Nackensteifigkeit und zum Teil eine Störung des Bewusstseins. Nach dem, was ich gefunden habe, hat man auch zu der Zeit Büchners ähnliche Symptome als Hirnhautentzündung klassifiziert. Aus der Anamnese wissen wir jetzt, es handelt sich um einen 20-jährigen männlichen Patienten, der sich zwischen Ende September und Anfang Oktober im Felsenmeer im Odenwald aufgehalten hat, also in der Natur. Der Erkrankungsbeginn war im Spätherbst, also Mitte November. Klinische Symptome sind von Büchner nicht überliefert worden und er hat auch keine weiteren Begleitsymptome berichtet, die vielleicht so ein bisschen dabei helfen würden, einzuschätzen, welcher Erreger es vielleicht war. Was aber sicher ist, dass er eine Spontanheilung durchgemacht hat, die keine Folgeschäden hinterlassen hat. Die Hirnhautentzündung bzw. Meningitis spielt sich an den weichen Hirnhäuten ab. Hier sehen wir das dargestellt. Das ist die Schädelkalotte, dann kommt die Dura Mater, die harte Hirnhaut, und dann kommen die weichen Hirnhäute und hier der Liquorraum, und dort spielt sich die Meningitis ab. Es gibt im Wesentlichen zwei Verlaufsformen, einmal die eitrige Meningitis, die ist in der Regel bakteriell bedingt und hat in der vorantibiotischen Ära praktisch immer einen tödlichen Verlauf genommen. Auch heutzutage ist es eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, die mit einer Sterblichkeit verbunden ist und auch mit Folgeschäden. Das ist also unwahrscheinlich, dass Büchner das gehabt hat. Es gibt als zweite Verlaufsform die aseptische Meningitis, die ist meistens viral bedingt, verläuft gutartiger und ist in der Regel auch nicht mit einer Störung des Bewusstseins verbunden. Und hier besteht die Möglichkeit einer spontanen Heilung ohne Folgeschäden. Die aseptische Meningitis hat häufig eine infektiöse Ursache und es sind über 100 verschiedene Erreger möglich, die ich hier nicht alle vorstellen kann. Dabei sind Enteroviren aktuell die häufigsten Erreger. Wenn man jetzt nach der Häufigkeit geht, ist am wahrscheinlichsten, dass Büchner eine Enterovirus-Meningitis gehabt hat. Die Erregerhäufigkeit im 19. Jahrhundert ist weitgehend unbekannt. 1833 hatte man ja die ganzen Krankheitserreger noch nicht entdeckt, sodass wir da über die Häufigkeit nichts sagen können. Enteroviruserkrankungen haben ihren Häufigkeitsgipfel im Sommer und Herbst. Das könnte also zu dem passen, was Büchner gehabt hat. Und sie sind eben im Erwachsenenalter in 50% der Fälle die ursächlichen Erreger. Im Kindesalter ist es sogar bis zu 90%. Werden fäkaloral übertragen. Ein etwas spezifisches Krankheitszeichen kann ein makulopapuläres Exanthem, also ein Ausschlag, sein. Darüber wird nichts berichtet, spricht aber auch nicht bei Büchner dagegen, weil es nicht immer auftritt. Die Enteroviruserkrankungen zeichnen sich dadurch aus, dass man häufig Sekundärfälle hat, also andere Personen, die angesteckt wurden, oder das Auftreten in Ausbrüchen. Davon wird hier auch nichts berichtet, spricht aber auch nicht dagegen. Bis heute gibt es keine kausale Therapie. Dann haben wir die Mumps, die haben ihren Häufigkeitsgipfel im Winter und Frühjahr, also es passt jetzt nicht ganz so gut vom Zeitpunkt. Vor der Einführung der Impfung waren die aber in 10-20% der Fälle der ursächliche Erreger einer aseptischen Meningitis. Der Altersgipfel liegt bei Schulkindern und jungen Erwachsenen. Das könnte also passen. Büchner war ja 20, als er davon berichtet. So ein sehr typisches Krankheitssymptom der Mumps ist ja die Parotitis, also eine Entzündung der Ohrspeicheldrüse. Davon berichtet Büchner nichts, aber es ist so, dass die Mumps-Meningitis nur in 50% der Fälle auch von so einer Parotitis begleitet ist, sodass es nicht dagegen spricht. Da gibt es bislang auch keine kausale Therapie, aber es gibt eben einen Impfstoff. Dann haben wir die Borrelien als mögliche Ursache. Der Häufigkeitsgipfel der Neuroborreliose liegt im Juli und August, kann natürlich auch später auftreten, spricht nicht dagegen. Insgesamt für alle Erscheinungsformen der Borreliose haben wir eine Inzidenz von ca. 40 auf 100.000 Einwohner in Deutschland. Allerdings ist die Neuroborreliose nicht die allerhäufigste Erscheinungsform der Borreliose. Das Ganze wird durch Zeckenstich übertragen und wir haben so eine Inkubationszeit
für die häufigste Erscheinungsform die Wanderröte, das Erythema migrans von 3 bis 30 Tagen. Also kann man so ungefähr mit dem Aufenthalt in der Natur im Felsenmeer zusammenbringen. Heutzutage würde man das antibiotisch behandeln. Auch möglich ist eine FSME, die hat ihren Häufigkeitsgipfel im Frühjahr bis Herbst, ist seltener als die Neuroborreliose, etwa 500 gemeldete Fälle pro Jahr in Deutschland. Es wird wie die Borreliose auch durch Zeckenstich übertragen. Heutzutage ist der Landkreis Darmstadt-Dieburg ein Risikogebiet für die FSME. Das könnte also sein mit dem Felsenmeer, das in diesem Landkreis liegt. Allerdings wissen wir natürlich nichts über die Verbreitung des FSME-Virus im 19. Jahrhundert. Die Inkubationszeit sind 7 bis 14 Tage. Das wäre jetzt ein bisschen knapp für diesen Aufenthalt im Odenwald, aber er kann natürlich auch anderswo von der Zecke gestochen worden sein. Bei Erwachsenen gibt es da doch eine signifikante Rate an Spätschäden, wenn sich ein enzephalitischer Verlauf entwickelt hat. Das ist nicht immer der Fall, sodass das nicht dagegen spricht, dass Büchner auch eine FSME gehabt haben könnte. Es gibt bis heute keine kausale Therapie, aber die Erkrankung ist impfpräventabel. Dann mögliche Ursache Herpes simplex Virus Typ 2. Es tritt ganzjährig auf. Die Durchseuchung in Deutschland ist etwa 10%. Es wird am häufigsten sexuell übertragen und verursacht dann eben Herpesläsionen, also Bläschen, genital und kann von einer aseptischen Meningitis begleitet sein. Das ist häufiger bei jungen Frauen, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es nicht auch ein junger Mann gehabt haben kann. Über Herpesläsionen berichtet Büchner nichts. Es gibt aber eben diese aseptische Meningitis auch ohne, dass man genitale Herpesläsionen gleichzeitig hat. Dann weitere mögliche Ursache wäre die Syphilis. Erreger ist das Bakterium Treponema pallidum. Es tritt ganzjährig auf und Syphilis war im 19. Jahrhundert sehr, sehr häufig, quasi eine Volkskrankheit. Und es gibt viele Personen, von denen wir wissen, dass sie Syphilis hatten. Wenn wir jetzt die Komponisten betrachten, also zum Beispiel Schubert, Schumann, Hugo Wolf, Smetana und so weiter. Die Syphilis wird durch direkten Kontakt übertragen, am häufigsten ist es eine sexuelle Übertragung. In aller Regel hat man aber nicht nur eine aseptische Meningitis, sondern viele weitere Krankheitserscheinungen, vor allen Dingen an Haut und Schleimhaut. Von denen berichtet Büchner jetzt nichts. Meinem Eindruck nach war das aber im 19. Jahrhundert ganz gut bekannt, welche Krankheitserscheinung die Syphilis macht, war aber damals auch schon mit einem Stigma belegt, sodass er davon vielleicht auch nichts berichtet hat. Häufig ist es eine Erkrankung, die einen jahrelangen Verlauf hat, obwohl auch immer wieder Spontanheilungen möglich sind. Es könnte also jetzt sein, nachdem er nur 23 geworden ist, dass er die weiteren Krankheitserscheinungen nicht erlebt hat. Aber alles in allem halte ich es für unwahrscheinlich, dass das eine Manifestation einer Syphilis war. Heutzutage kann man es antibiotisch behandeln. Zusammenfassend kann man jetzt sagen, dass die Einschätzung schwierig ist, welcher der Erreger, die ich eben vorgestellt habe, die Hirnhautentzündung bei Büchner verursacht hat. Wir wissen aus dem Brief nur, dass er schreibt, er habe eine Hirnhautentzündung gehabt. Er berichtet keine weiteren Begleitsymptome, die jetzt den Verdacht in die eine oder andere Richtung lenken könnten. Wenn man jetzt von der Häufigkeitsverteilung wohlgemerkt heutzutage ausgeht, dann sind Enteroviren die wahrscheinlichste Ursache, weil sie eben 50% der aseptischen Meningitiden bei Erwachsenen verursachen. Die Enterovirus-Meningitis hat häufig einen gutartigen Verlauf, sodass es eben möglich ist, dass Büchner das ohne Folgeschäden überlebt hat. Georg Büchner ist 1835 aufgrund seiner politischen Aktivität nach Straßburg geflohen, nachdem er steckbrieflich gesucht wurde. Der hat während dieser Zeit eine Promotionsarbeit angefertigt über das Nervensystem der Barbe, die wir hier abgebildet sehen. Und hat die Arbeit, die er französisch verfasst ist, an der Universität Zürich eingereicht und wurde im September 1836 damit promoviert. Erst dann
nach Zürich umgezogen, im Oktober 1836 in ein Haus eines Mediziners, Hans-Ulrich Zehntner. Das ist sein Vermieter, der ihn auch später mit behandelt hat. Und er war dort Wohnungsnachbar von Caroline und Wilhelm Schulz, Freunde, die er auch schon vorher kannte, die auch politische Flüchtlinge waren. Und Caroline Schulz hat ihn während seiner zum Tode führenden Erkrankung auch mitgepflegt. Im November 1836 wurde er zum Privatdozent an der Universität Zürich ernannt und hat Vorlesungen gehalten. Hier sehen wir das Wohnhaus von Georg Büchner in Zürich um 1950. Als ich letztlich in Zürich war, habe ich das auch besucht. Wir sehen hier ein Bild von 2022, hat sich nicht so wesentlich verändert. Und es gibt hier auch eine Gedenkplakette. In diesem Hause starb Georg Büchner am 19. Februar 1837. Über die zum Tode führende Erkrankung wissen wir durch einen Brief von Caroline Schulz, also der Wohnungsnachbarin, den sie an die Eltern Büchners geschrieben hat und der, wie ich finde, sehr anteilnehmend über seine Krankheit berichtet. Es gibt für jeden Krankheitstag einen Eintrag und ich präsentiere Ihnen hier Auszüge. Es beginnt am 2. Februar. Als wir gegen Abend nach Hause kamen, klagte er, dass ihm fieberisch zumute sei. Er hat sich dann aufs Sofa gelegt und als er erwachte, bat ich ihn dringend, sich zu Bette zu legen, was er auch endlich tat, nachdem er ein Zen-Fußbad genommen hatte. Das Zen-Fußbad ist eben jetzt eine der Therapeutika, von denen wir berichtet bekommen. Vierten war das Fieber etwas stärker, doch es gab zu keiner Besorgnis Raum. Er versicherte, dass ihm ganz wohl in seinem Bette sei. Siebenten, auch die vorgeschriebene Arznei nahm er gerne, worüber ich ihn oft lobte. Wobei hier nicht spezifiziert wird, um welche Therapeutika es sich gehandelt hat. Neunten, so die Mandelmilch verordnet, die ich ihm bereitete und ihn sehr erquickte. Jeden Abend legte man ihm Senf auf die Waden. Also Mandelmilch ist die zweite Medikation, von der wir hören. Elften, B. hatte viel Schleim im Halse und musste oft auswerfen. Der schwache Tee und die Suppe schmeckten ihm recht gut, doch fiel uns eine Art Unempfindlichkeit, Apathie an ihm auf. Hier wird also jetzt zum ersten Mal über zentralnervöse Krankheitserscheinungen berichtet. Die sind ziemlich zahlreich und ich habe einige herausgegriffen. An einigen Äußerungen bemerkte ich, dass sein Geist nicht ganz helle war. Wir beschlossen, noch einen Arzt kommen zu lassen, und zwar Schönlein. Der war Professor in Zürich und damals auch ein schon bekannter Internist. Der Kranke wollte aber nicht davon hören. Scheint auch damals schon verbreitet gewesen zu sein, dass da unterschiedliche Ansichten zwischen Angehörigen und Kranken gab, was die Konsultation eines Arztes betrifft. Schönlein war im Urlaub gewesen, deswegen kam er dann erst am 14. Morgens früh kam Schönlein und billigte das bisherige Verfahren des Dr. Zehntner, also seines Vermieters. Auch behielt er dieselben Arzneien bei. Auch hier wissen wir nicht, was das gewesen ist. Auch glaubte er zuweilen, es ständig jemand in der Ecke und dergleichen. Gegen Abend bekam er einen heftigen Anfall von Zittern, wobei er ganz irre sprach. Eine Fantasie, die oft wiederkehrte, war die, das erwähnte, ausgeliefert zu werden. Nachdem er ein politischer Flüchtling war, ist jetzt nicht so ganz unberechtigt, aber in Zürich bestand diese Gefahr eigentlich nicht. 15. Schon als Schönlein eintrag, hat ihm mehrfach Krankenbesuche gemacht, sagte er, welch ein Geruch ließ ich den Stuhlgang zeigen, der ganz schwarz war und aus dickem Blut bestand. Betrachtete den Kranken und sagte zu mir, es ist das Faulfieber, das war ein Synonym damals für Typhus, und die Gefahr ist sehr groß. Ich war sehr traurig und schrieb sogleich nach Straßburg. Also sie hat die Verlobte Wilhelmine benachrichtigt. 16. Den Nachmittag vibrierte der Puls und das Herz schlug 160 Mal in der Minute. Die Ärzte gaben die Hoffnung auf. 17. Schönlein wunderte sich, ihn am Morgen noch lebend zu finden. Gegen 10 Uhr kam Frau Pfarrer Schmidt von Straßburg und benachrichtigte uns, dass Minna angekommen sei, also seine Verlobte. Er erkannte sie, was eine schmerzliche Freude für sie war. 19. Sonntag, der Atem wurde schwerer, die Schwäche größer, der Tod musste nahe sein. Der ist dann am 19. auch gestorben. Hier sehen wir die Todesanzeige der Eltern Büchners, die sie in der Großherzoglich Hessischen Zeitung veröffentlicht haben.
Unser innigst geliebter Sohn Georg ist uns durch Tod entrissen worden. Er starb am 19. des Monats, nach kaum zurückgelegten 23. Jahre an einem bösartigen Fieber. Hier wird Typhus nicht explizit erwähnt, aber dass es ein bösartiges Fieber war, kann man sehr gut nachvollziehen. Hier sehen wir den Grabstein von Georg Büchner, das ist ein Faksimile, das ich im Büchner Museum aufgenommen habe. Wenn man jetzt sich überlegt, was er hatte, kommt eben als wahrscheinlichstes ein abdominaler Typhus in Frage. Dabei muss man aber zunächst nochmal zwei Begriffe auseinanderhalten. Es gibt einmal den Typhus abdominalis, also den Typhus, der sich im Bauch abspielt. Der deutsche Begriff ist Typhus. Auf Englisch heißt es Typhoid Fever und der Erreger ist Salmonella typhi. Es gibt eine andere Erkrankung, die manche Ähnlichkeit hat. Das ist der Typhus exanthematicus, das heißt auf Deutsch Fleckfieber oder Flecktyphus und auf Englisch Typhus, sodass der deutsche Begriff Typhus und der englische Begriff Typhus unterschiedliche Krankheitsentitäten bezeichnen. Typhus exanthematicus wird durch andere Bakterien hervorgerufen, Rickettsia provaziccii und Rickettsia typhi. Dass das beides jetzt so ähnlich heißt, liegt daran, dass die Krankheitssymptome zum Teil ähnlich sind. Hohes Fieber, rote Flecken an der Haut, daher der Begriff Fleckfieber und eine zentralnervöse Beteiligung, also Verwirrtheit, Apathie. Typhos heißt auf Griechisch Nebel. Und diese Verwirrtheit wird irgendwie mit dem nebelartigen Empfinden der Kranken bezeichnet. Die klinischen Symptome bei Büchner waren Fieber. Laut Lehrbuch ist es sehr hohes Fieber, 39 bis 41 Grad, was kontinuierlich anhält, also eine Fieberkontinua. Das Fieberthermometer war zu der Zeit noch nicht erfunden. Es wurde erst später im 19. Jahrhundert entwickelt, sodass wir nichts über die Höhe des Fiebers wissen. Dann blutiger Stuhl. Beim Typhus ist es so, dass in der ersten Krankheitswoche eher eine Verstopfung besteht und dann entwickeln sich Durchfälle, die als erbsbreiartig beschrieben werden. Durch die Vermehrung des Erregers in der Darmwand kann es zu Darmblutungen kommen. Das hat Büchner offensichtlich gehabt. Und es kann so weit gehen, dass es zu einer Darmperforation kommt, was eine Bauchfellentzündung nach sich zieht, die dann zum Tode führt. Der Puls wird beschrieben mit 160 pro Minute. Der normale Puls ist also bei 60 bis 80. Und beim Typhus ist es jetzt so, dass eine relative Bradykardie beschrieben wird, die aber gar nicht so sehr besonders häufig ist. Das meint, dass im Vergleich zur Höhe des Fiebers der Pulsschlag erniedrigt ist. Wenn man Fieber hat, erhöht sich auch der Puls. Und beim Typhus ist es aber so, dass der Puls eben dann niedriger ist, als man bei der Höhe des Fiebers eigentlich erwarten würde. Dass es hier nicht beschrieben wird, beziehungsweise er es nicht gehabt hat, spricht aber nicht dagegen, dass er Typhus hatte. Dann Typhusroseolen, zeige ich ein Bild auf der nächsten Folie. Das sind eben diese roten Flecken, meist an der Bauchhaut, die aber auch nicht so häufig sind und dass sie nicht beschrieben werden, spricht nicht dagegen. Was sehr gut passt, sind die Verwirrtheit, die Apathie und die deliranten Zustände. Es wird Auswurf beschrieben. Der Typhus kann von einer Lungenentzündung, also einer Pneumonie, begleitet sein. Scheint aber eher jetzt nicht durch Salmonella typhi direkt bedingt zu sein, sondern durch eine bakterielle Supra-Infektion, zum Beispiel durch Pneumokokken. Der Krankheitsverlauf bei Büchner hat 18 Tage gedauert. Das passt gut. Komplikationen entwickeln sich in der Regel in der zweiten Krankheitswoche und man kann so ab der dritten, vierten Woche mit einer Besserung rechnen. Dann gibt es auch einen epidemiologischen Zusammenhang. Es gibt eine Nachricht aus der Zeit in der Neuen Zürcher Zeitung, dass ein typhoses Nervenfieber im Raum Zürich grassiere. Ist auch heutzutage noch so, Typhus kommt im Prinzip weltweit vor. Es kann endemisch sein, es gibt aber auch epidemisches Auftreten in Form von Ausbrüchen. An welcher Komplikation des Typhus genau Büchner gestorben ist, lässt sich aus dem Brief an die Eltern nicht ersehen. Die häufigsten Todesursachen beim Typhus sind aber ein septischer Schock oder eine Peritonitis, also eine Bauchfellentzündung, die entsteht durch die Perforation der Darmwand und durch die im Darminhalt befindlichen Bakterien.
Weltweit ist es nach wie vor ein relevantes gesundheitliches Problem. Es gibt geschätzt weltweit pro Jahr 21 Millionen Fälle und das führt zu etwa 161.000 Todesfällen. In Deutschland ist die Erkrankung sehr selten. Es gibt 60 bis 80 gemeldete Fälle pro Jahr. Nachdem der Typhus in Deutschland nicht mehr endemisch vorkommt, ist es praktisch immer eine Einschleppung und zwar hauptsächlich aus Süd- oder Südostasien. Typische Herkunftsländer für Typhus sind zum Beispiel Pakistan und Indien. Der Mensch ist das einzige Reservoir. Und die Übertragung erfolgt durch mit Fäkalien kontaminiertes Wasser oder Lebensmittel. Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist möglich, scheint aber nicht besonders relevant zu sein. Und es funktioniert eben dadurch, dass sich nach überstandener Typhuserkrankung in 2 bis 5% lebenslange Dauerausscheider entwickeln, die dauerhaft Typhusbakterien mit dem Stuhl ausscheiden. Und wenn die Wasser- und Lebensmittelhygiene schlecht ist, kommt es eben zu dieser Kontamination, die dann zur Übertragung führt. Die Zeitgenossen hatten auch eine Übertragung durch ein unsauberes Skalpell vermutet. Nachdem Typhus fäkal-oral übertragen wird, halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Er hat eben während seiner Zürcher Zeit auch weiter am Nervensystem der Wirbeltiere geforscht und dabei Sektionen vorgenommen. Und es wurde eben vermutet, er hätte sich dann verletzt an dem Skalpell. Die Diagnose erfolgt anhand klinischer Kriterien. Das ist aber relativ schwierig, weil dieses hohe Fieber sehr unspezifisch ist. Das könnte alles Mögliche sein. Dann kann einem der epidemiologische Zusammenhang helfen. Das war hier im Fall von Büchner eben das Grassieren des typhösen Fiebers. Heutzutage wäre das zum Beispiel eine Reiseanamnese mit entsprechendem Reiseland. Der Nachweis erfolgt aber letztendlich dadurch, dass man den Erreger aus der Blutkultur anzüchtet und das ist ab der zweiten Krankheitswoche auch aus dem Stuhl möglich. Heutzutage würde man es antibiotisch behandeln. Mittel der Wahl wäre Ciprofloxacin oder Ceftriaxon. Senf und Mandelmilch sind definitiv unwirksam und für mich zeigt es eben auch in erschütternder Weise die völlige therapeutische Hilflosigkeit gegenüber Infektionskrankheiten in der vorantibiotischen Ära. Heutzutage ein Problem ist die zunehmende Resistenzentwicklung. Es gibt XDR-Stämme, vor allem in Pakistan. XDR meint Extensively Drug Resistant. Das sind Stämme, die gegen praktisch jedes mögliche Antibiotikum resistent sind. Die Letalität in der vorantibiotischen Ära war beträchtlich, 10 bis 15%. Bei antibiotischer Therapie ist es deutlich niedriger, 0,5 bis 1%. Man muss sich aber vor Augen halten, dass eben leider nicht die gesamte Weltbevölkerung Zugang hat zu einer adäquaten antibiotischen Therapie und das erklärt diese relevante Anzahl jährlich an Todesfällen. Beim Typhus gibt es jetzt keine spezifische Altersprädisposition und was die Zeitgenossen vermutet haben, dass er sich überanstrengend hätte, das ist aus heutiger Sicht kein Risikofaktor für den Tod an Typhus. Das ist eher so ein Krankheitskonzept, würde ich sagen, aus dem 19. Jahrhundert, was sich aber bis in unsere Tage gehalten hat. Es wurde dann auch zur Erklärung herangezogen, er sei ein Frühvollendeter. Das ist aus meiner Sicht auch eher so ein versuchter Trost eben über diesen frühen Verlust. Hat aber nichts mit Infektionskrankheiten zu tun. Prävention erfolgt durch eine gute Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene. Das ist der Grund, warum es in Deutschland endemisch nicht mehr vorkommt. Es besteht eine Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz, klinischerseits für Verdacht, Erkrankung an Tod, an Typhus und laborseitig für den direkten Erregernachweis. Es gibt inzwischen zwei verschiedene Impfstoffe, einen oral zu verabreichenden und einen parenteralen Impfstoff mit einer etwas begrenzten Schutzwirkung von so 60%. Auch die Schutzdauer ist nicht besonders lang anhaltend, bis zu 3 Jahren. Ist aber durchaus etwas, was man Reisenden empfiehlt, wenn die unter einfachen Bedingungen in Endemieländer fahren. 1837, zum Zeitpunkt von Büchners Tod, war der Erreger des Typhus noch nicht bekannt. Dieser wurde 1880 durch Karl Josef Ebert als Salmonella typhi bestimmt. Das ist eine typische Entdeckungszeit zur goldenen Ära der Mikrobiologie.
als man, nachdem man sich von der Miasmentheorie verabschiedet hatte, Schlag auf Schlag alle wichtigen Infektionserreger entdeckt hat. Salmonellen sind gramnegative Stäbchen und gehören zur Art Salmonella enterica. Es gibt verschiedene Subspezies. Eine davon ist Salmonella enterica Subspezies enterica. Dann gibt es etwa 1500 verschiedene Serovare. Serovare sind Bakterien, die zur gleichen Spezies oder Subspezies gehören und sich in bestimmten Oberflächeneigenschaften unterscheiden. Diese Oberflächeneigenschaften kann man mit serologischen Methoden nachweisen, zum Beispiel durch Antikörper. Interessanterweise ist es jetzt so, dass die systemische Infektion nur durch die Serovare Typhi und Paratyphi A, B und C hervorgerufen wird. Der Paratyphus durch Paratyphi A, B und C ist eine vom Typhus klinisch nicht unterscheidbare Erkrankung, die aber häufig gutartiger verläuft. Salmonellen sind jetzt allen von Ihnen sicher bekannt. Deswegen wollte ich nochmal die typhösen Salmonellen und die Enteritis Salmonellen gegenüberstellen. Die typhösen Salmonellen, also Salmonella typhi und Paratyphi ABC, machen eine systemische Infektion. Das heißt, sie breiten sich ins Blut aus und von dort aus in verschiedene Organe. Das machen die Enteritis Salmonellen normalerweise nicht. Wie gesagt, gibt es davon sehr, sehr viele, also über 1000. Die häufigsten, die in Deutschland vorkommen, sind aber Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium. Und was die machen, ist eben eine Gastroenteritis. Und es gibt normalerweise keine systemischen Krankheitserscheinungen. Das kann mal vorkommen als Komplikation, dass man auch dort eine Bakteriämie hat. Und es gibt dann auch Todesfälle, aber das ist relativ selten. Die typhösen Salmonellen haben wir eben deswegen in Deutschland endemisch nicht mehr, weil sie kein tierisches Reservoir haben. Sie kommen nur beim Menschen vor, sodass sich diese Infektion durch gute Trinkwasser- und Lebensmittelhygiene kontrollieren kann. Die Enteritis Salmonellen dagegen haben ein tierisches Reservoir. Das können Hühner, Rinder und Schweine sein, wobei das Hühnchen so das bekannteste Reservoir ist. Von den Typhus, wie gesagt, haben wir nur 60 bis 80 Fälle pro Jahr in Deutschland und das ist immer eingeschleppt aus einem Endemieland. Bei den Enteritis Salmonellen dagegen gibt es etwa 14.000 gemeldete Fälle pro Jahr in Deutschland, sind aber etwas auf dem Rückzug, weil man begonnen hat, die Hühnerbestände zu sanieren. Für die Erkrankung an Typhus oder den Tod an Typhus bedarf es keiner besonderen Prädisposition. Es kann also auch junge Leute betreffen, wie Büchner mit 23 Jahren. Bei den Enteritis-Salmonellen ist es dagegen so, dass die schwereren Verläufe vor allen Dingen bei Säuglingen und bei Senioren vorkommen. Damit bin ich am Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt danken wir Frau von Löwenich aus der Ferne für diese interessante Ergänzung. Ich fand es auch schön, dass wir nochmal Fotos gesehen haben vom Haus und vom Grab, dass sie das nochmal ein bisschen anschaulich gemacht hat, was Sie uns so wunderbar vorher erzählt haben auch. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch Fragen. Jetzt geht's. Wunderbar. Gut. Doch, wir haben hier den ersten Mutigen. Vielen Dank. Ich hab weniger eine Frage als ein Kommentar. Und zwar die höchste Literaturauszeichnung ist ja bemerkenswerterweise nicht der Goethe-Preis, sondern der Georg-Büchner-Preis. Ich bin selber Schüler auf einer Georg-Büchner-Schule in Darmstadt gewesen und schätze den Herrn sehr. Wir mussten damals Jahresarbeit schreiben und da hat ein Klassenkamerad dazu geschrieben, nicht jede Jahresarbeit macht Spaß und nicht jeder ist ein Georg-Büchner. Und als Erich Fried den Georg-Büchner-Preis
verliehen bekommen hat, hat er ein Eklat produziert. Er hat nämlich gesagt, wenn Büchner heute noch leben würde, hätte er sich der RAF angeschlossen, was den Bürgermeister sehr empört hat. Er wollte nicht gleich den Preis wieder abnehmen, haben sie aber nicht gemacht. Ja. Wie Sie das sehen? Ich habe auch mal irgendwas gesagt, wem sich Büchner angeschlossen hatte, in einer sehr schwachen Minute. Es ging da um was anderes, nämlich um die Hütten, die angesichts der Frankfurter Bankpaläste vor 10 oder 15 Jahren gebaut wurden. Und hatte gesagt, ja, das wäre auch sowas. Das war sowas Krieg den Palästen. Da wurde ich dann von der damaligen hessischen FDP-Vorsitzenden getadelt, so einen Satz gesagt zu haben. Ich habe mich auch entschuldigt. Wir haben, glaube ich, keine Ahnung, wem sich Büchner damals angeschlossen hätte. Also der RAF halte ich für sehr unwahrscheinlich. Denn das Programm ist ja bei ihm, er versucht die Volksmassen zu erreichen durch Vereinsbildung und Propaganda. Dass er einfach mit der Knarre durch die Gegend gehen wollte, das hätte er mit Sicherheit nicht getan. Er hat nichts, also das muss man dazu sagen, er hat nichts gegen revolutionäre Gewalt gehabt. Aber sie durfte nicht von ein paar Intellektuellen oder Einzelnen ausgehen, sondern musste eine Gewalt des Volkes sein, die sich dann, wie es dann hieß, also sozusagen gegen die fürstlichen Heere richtete. Nein, also er hätte sich mit Sicherheit nicht der RAF angeschlossen. Wobei der RAF am Anfang ja auch versucht hat, die Massen zu erreichen, es hat dann nicht funktioniert. Ne? Ja, und damit gescheitert ist. Was man bei Büchner so nicht sagen kann, dass er gescheitert wäre, also der hessische Landbote, darüber hat ein Freund von Büchner gesagt, die Bauern hätten den ja sowieso gleich bei der Polizei abgeliefert. Das stimmt nicht, denn es muss sehr viele hessische Landboten gegeben haben, nur sehr wenige sind in die Archive gewandert, sonst hätten wir mehr. Und die Leute, die nach Büchner, als dann nachdem die erste Auflage vergriffen war, haben die Leute um Büchner herum gleich eine zweite Auflage gemacht. Und das hätte man nicht gemacht, wenn man nicht den Eindruck gehabt hätte, dass die erste Auflage sehr gut in der Bevölkerung wirkt. Also die war offenbar wirklich etwas, was Eindruck machte. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann nochmal ganz herzlichen Dank an den Präsenten und an die leider nicht präsente Referentin. Und natürlich an unsere bewährte Frau Plättner dafür, dass sie das heute wieder so toll gemanagt hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, möchte aber nicht versäumen, Sie ganz herzlich zu unserer nächsten Veranstaltung einzuladen. Faszination Forschung. Professor Letzel, jahrzehntelang hier für die Arbeitsmedizin zuständig, wird uns, glaube ich, einen ganz spannenden Einblick geben, was sich in der Arbeitsmedizin geändert hat und noch ändern muss angesichts der vor uns stehenden Herausforderungen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, ganz herzlichen Dank, Herr Junginger, dass Sie jetzt noch den Referenten. Zwei kleine Präsente. Sie sind aus Frankfurt gekommen und kennen natürlich nur den Apfelwein oder Apfelwein. Und ich dachte, ein Grund nach Mainz war, vielleicht auch mal einen richtigen Wein zu trinken. Und darum bringe ich Ihnen ein kleines Fläschchen. Werde ich sofort mit großem Genuss trinken. Ich habe lange überlegt, was schenke ich jetzt Frau Plättner. Ich kenne sie schon ganz lange und dann... Pralinen kann ich nicht jedes Mal geben und dann ist sie mit dem Fahrrad da. Wenn ich Blumen gebe, wo tut sie dann hin auf dem Fahrrad? Und dann ist mir aber was eingefallen. Es gibt ja hier bei uns die Benediktinerinnen in Geisenheim und die machen eigenen Wein, haben einen eigenen Weinberg, eigenen Wein aus dem Mons Sanctus. Von dem Heiligen Berg. Und ich dachte, ein Wein von den heiligen Jungfrauen, nicht? Vom Heiligen Berg könnte vielleicht auf Plättner munden. Und darum habe ich Ihnen ein kleines Fläschchen von Benediktiner gebracht. Es ist gewissermaßen ein Vorgeschmack, denn im September haben wir Hildegard von Bingen als Thema und da kommt eine Nonne aus diesem Kloster und wird uns die Musik
von Hildegard Bingen näher bringen, das allerdings in der Musikhochschule, aber das ist schon ein Vorgeschmack und Sie haben das auch schon jetzt erfahren und kommen vielleicht dann auch, ich glaube im September, 11. September, ich weiß es nicht genau, aber im September ist es, da ist Hildegard von Bingen unser Thema. So, jetzt sind beide beschenkt, ich hoffe zufrieden. Wir sind sehr zufrieden mit dem Abend, kommen Sie auch gut nach Hause. Wiederschauen. Applaus